Liebe Zuseher, wir waren heute für euch bei der Lumagica-Eröffnung auf Ehrenberg. Wir haben euch tolle Bilder mitgebracht. Taucht mit uns ein in diese wunderbare Lichterwelt auf Ehrenberg. Viel Spaß! Lieber Armin, du bist ja untrennbar verbunden mit Ehrenberg und jetzt gibt es ein ganz besonderes Spektakel, und zwar Lumagica. Wie kam es dazu? Also 2019 habe ich Ulrich Kerber getroffen, ein Netzwerker, der in Reutte geboren wurde und der auch in Reutte lebt teilweise. Und wir haben uns über die Entwicklung von Ehrenberg unterhalten. Und im Zuge von dieser Diskussion hat er mir erzählt, dass es in Innsbruck eine Firma MK Illumination gibt, die Lichterparks herstellt, die Lichterparks designt, die also weltweit tätig sind und die aber in einer Zeit stattfinden, wo Ehrenberg sehr auslastungsarm ist und auslastungsschwach ist, nämlich im November, im Dezember und im Jänner. Und dann haben wir gesagt, wenn wir so eine große Veranstaltung, die ein richtig großer Publikumsmagnet wäre, nach Ehrenberg bringen würden, dann könnten wir zwei Fliegen auf einen Schlag treffen, nämlich einmal, wir könnten unsere Leute der Bauhütte und unsere Leute in der Gastronomie ganzjährig beschäftigen, was ja sicher für einen Betrieb sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite könnten wir eine tourismuswirtschaftliche Attraktion in den Bezirk bringen, der natürlich über den Bezirk hinausstrahlt, aber von dem wirklich alle Menschen etwas davon haben. Und das Format Lumagica mit diesen warmen Lichtinstallationen in dieser kalten Jahreszeit, das hat uns gleich überzeugt, weil das ist etwas Freudiges, das ist etwas Positives, das ist Emotion, und genau das können wir auch mit alten Mauern noch verstärken. Und daher haben wir uns zusammengefunden und die Brüder Mark sind dann nach Reutte gekommen. Sie haben sich dann einmal die Ruine Ehrenberg angesehen, haben dann auch zugesagt, dass ihnen dieser Standort gefallen würde, dass sie die Herausforderung, in einer Ruine einen Lumagica Lichterpark zu installieren, diese Herausforderung nehmen sie an, weil es ist sicher auch ein Alleinstellungsmerkmal bei Herausforderungen. Und dann hat sich Zusammenarbeit ergeben. Am 7. Jänner 2022 hat es dann eine Vertragsunterzeichnung in Innsbruck gegeben, und zwar die Firma MK als Veranstalter und der Verein Burgenwald Ehrenberg als Kooperationspartner, unterstützt vom Tourismusverband Reutte als Vermarkter. Auch die Gemeinde Reutte hat dann auch diesen Vertrag noch mit unterschrieben, und somit wurde dieses Projekt auf eine breite Basis gestellt. Es wird also wirklich von vielen maßgeblichen Institutionen in der Region getragen, und heute ist eben erfreulicherweise die Eröffnung, und ich hoffe, dass Lumagica Ehrenberg wirklich viel Freude in die Herzen der Kinder, der Familien und der Menschen bringt. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Eröffnung von Lumagica Ehrenberg, Pre-Opening, wie das so schön heißt. Ich freue mich, dass so viele von euch Zeit gefunden haben, uns zu besuchen, Lumagica zu besuchen. Ich bitte euch, dass wir gemeinsam, wenn wir laut von 5 runterzählen, schaffen wir es, dass wir den Lichterbogen gemeinsam erstrahlen. 5, 4, 3, 2, 1. Andreas, du warst der Projektleiter von Lumagica Ehrenberg und du warst alle Zahlen, Daten und Fakten. Bitte erzähl uns ein bisschen was. Ja, Lumagica war eine Riesenherausforderung für uns, denn wir sind oben in einem Bogenensemble, wo wir sehr schwierig nur hinzukommen. Wir konnten viele einheimische Kletterer, Industriekletterer, Bergführer gewinnen und haben jetzt über 5 Monate 1,8 Kilometer Licht an die Kontur der Burg gehängt, was in Europa bzw. weltweit einzigartig ist. Mhm.
es ist wahrscheinlich alter leicht gewesen, sich auszurechnen, wie viel Lichter braucht man oder Lichtschläuche. Ich weiß nicht genau, was der verwendet hat. Wie hat er das gemacht? Ja, das Gesamte war sehr schwierig, denn die Kontur ist nirgends aufgenommen. Wir haben dann mit Drohnenaufnahmen das Ganze 3D visualisiert und haben über die 3D-Visualisierung die Konturen vermessen und danach die Auslegung der Lichtkontur gemacht. Und es gibt ja unzählige Installationen oben. Wie viele sind es denn an der Zahl? Wir haben über 300 Installationen. Wenn wir alle Einzelinstallationen nehmen, wir reden da von einzelnen Szenen, sind es über 600 Lichtpunkte, die wir dort oben installiert haben. Wir beispielsweise solche organischen Kugeln dort hinten, das auch sehr nachhaltig und energiesparend installiert wurde. Weil du die Energie angesprochen hast, wie schaut es denn aus mit dem Stromverbrauch? Wir leben ja in schwierigen Zeiten momentan. Genau. Der Energieverbrauch bzw. Energie ist ein Riesenthema, dem sich die Firma MK schon seit Jahren annimmt. Es ist alles in LED-Technologie umgesetzt und gebaut worden. Wir sprechen hier von circa umgerechnet 17 Straßenlaternen, die ein Jahr lang brennen, ist genau derselbe Lichtverbrauch, den Lumagica Ehrenberg dort oben hat. Es gibt ja auch eine Geschichte zu dieser Installation auf Ehrenberg. Wie schaut die aus? Genau, wir erzählen Geschichten. Wir wollen eigentlich die Besucher abholen. Für jeden Berg weltweit wird eine eigene Geschichte geschrieben. Auch hier oben haben wir eine Geschichte geschrieben und es geht um die Suche nach dem Drachenkristall. Der Drache verliert seinen Kristall und wir begeben uns gemeinsam mit den Besuchern auf die Suche über einen 2 Kilometer langen Weg, wobei auch die Highline mit eingeschlossen ist, und am Ende werden wir das große Erlebnis erleben und den Drachenkristall finden. Und viel mehr darf ich nicht erzählen. Ich glaube, das sollte sich jeder selber anschauen. Sehr, sehr spannend und spektakulär. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen was über Lumagica Ehrenberg. Ja, wie Sie vielleicht wissen, gibt es ja mehrere Lumagica weltweit schon. Und wir sind natürlich sehr stolz, dass wir in Tirol einen zweiten Lumagica-Park haben. Ehrenberg, ein ganz besonderer Ort. Ich sage immer ein Hidden Place, der was von sehr vielen Leuten besucht wird. Und wie wir das erste Mal herkommen sind, der Bruder und ich, und uns das Ensemble angeschaut haben, oben herumspaziert sind, haben wir gesagt, das ist einfach unglaublich, wie schön das da ist. Das ist ganz was Besonderes. Und dann natürlich auch mit der Brücke, mit der Highline, es ist dieses Gesamtpaket, und jetzt sind wir natürlich stolz, dass es ein Lumagica gibt, das Ehrenberg Ensemble und die Brücke, und das alles in einem Format. Also der Besucher, was hierher kommt, hat ein Erlebnis, kann sich wirklich zwischen 1 und 3 Stunden da aufhalten und hoffentlich mit einem Lächeln und einem guten Gefühl wieder nach Hause fahren. War Ehrenberg für Sie eine große Herausforderung, weil es ist ja doch in einer gewissen Höhe, man muss klettern, es ist nicht so einfach wie in einem Park? Ja, das ist der große Unterschied. Oft sind wir natürlich in Innenstädten, wie der Hofgarten ist in der Innenstadt, ist eine ebene Fläche, habe genügend Platz, mich auszuweiten, und hier in Ehrenberg ist es natürlich sehr besonders, wie kann ich die Sachen nach oben bringen, dann habe ich oben einen Eingang, der was nochmal schmäler ist, ich muss Sachen hinauftragen, es gibt wohl Strom dort, aber ich muss eine Ringleitung machen. Es gibt so viele Dinge, was zu tun sind, und wir sind sehr stolz, dass wir den Andreas Witting hier aus dem Bezirk Reutte als Projektleiter gewinnen konnten, weil er lebt es auch mit einer Leidenschaft, und ich glaube, das wird man heute auch sehen. Wir haben jetzt ein tolles neues Projekt auf Ehrenberg. Was sagt der Tourismusverband dazu? Wie wichtig ist das für Reutte? Ja, es ist natürlich ausgesprochen wichtig, so ein
internationales Projekt auf Ehrenberg zu haben. Wir sind sofort Feuer und Flamme gewesen, wie wir erfahren haben, dass das auf Ehrenberg geplant ist, und der Tourismusverband ist sofort hinter dem Projekt gestanden, und wir hoffen, dass es jetzt ein erwünschter Erfolg wird. Es ist in einer saisonsarmen Zeit, und das haben wir eigentlich für sehr gut befunden, weil einfach nachher vielleicht in der Zeit mehr Gäste in unsere Region kommen, und ich glaube, aus dem ganzen Bezirk, ich glaube, das ist einfach ein Aushängemerkmal für den ganzen Bezirk, nicht nur für Reutte. Und die Hörnheinsche Kehrt, eben auch schon alleine das Aufbauen hat ja viele Arbeitsplätze geschaffen in Reutte. Genau, das Aufbauen natürlich und das Abbauen, das sind wieder viele Arbeitsplätze in der Region. Auch für das Burgenensemble ist es von großem Vorteil, weil sie natürlich auch jetzt in der Zeit das Gasthaus bewirtschaften können, dass sie die Mitarbeiter das ganze Jahr beschäftigen können, und natürlich auch andere Betriebe in der Region hängen davon ab. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen nach außen, dass man einfach auf ganze Jahresarbeitsplätze gehen kann. Und zudem ist es eine Augenweide für jeden, der auf den Berg ausschaut, weil alles schön glitzert und leuchtet. Ich hoffe, dass Sie nicht auf den Berg hinaufschauen, sondern dass Sie auf den Berg hinaufgehen. Das Glitzern sehen Sie vorher unten vor den Mauern, aber die Attraktionen innen sind eigentlich nur von innen sichtbar. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute einfach da hinauffahren oder hinaufgehen, damit sie die Attraktion sehen und das genießen können. Ulrich, du warst der Ideengeber zu Lumatica Ehrenberg, und wie ist dazu gekommen? Ja, das ist wie so oft einfach ein Zufall. Und zwar habe ich die Lumatica in Innsbruck besucht, und das hat mich unheimlich beeindruckt. Und vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, war die Gesichter der Kinder, die durch diesen Park gegangen sind, mit ihren Großeltern, mit ihren Eltern, und was da passiert ist. Und es war wirklich ein tolles Ereignis, es war verschneit. Und die Energie, die da war, das war irgendwie unbeschreiblich. Und ich bin aufgeladen mit der Energie dann wieder zurück nach Reutte gefahren. Und ich bin da dann gerade bei Heiterwang gewesen und habe die Burg gesehen. Und als ich die Burg gesehen habe, habe ich gesagt, wir brauchen sowas in Ehrenberg. Und vielleicht gelingt es uns mit dem Thema Ritter Rüdiger, tatsächlich so eine Lumatica in Ehrenberg zu bringen. Und genau das war der Anstoß. Und dadurch, dass ich die Gründer bzw. die Unternehmer MK beide kenne, seit mehr als 40 Jahren, wir sind miteinander in die Schule gegangen, und den Armin seit vielen Jahren kenne, habe ich gewusst, wen ich zusammenbringen muss, um dieses Projekt tatsächlich ins Rollen zu bringen. Und wie lange hat es dann von deiner Idee bis zum heutigen Tag ungefähr gedauert? Ja, das ist ziemlich genau 2,5 Jahre. Ich habe die Idee zuerst mit dem Armin geteilt und gesagt, was haltest du davon? Ich habe es dann mit dem Klaus bzw. mit dem Thomas Mark geteilt, und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Vor allen Dingen eben, weil, wie der Armin auch schon richtig gesagt hat, wir in den Wintermonaten tatsächlich hier auch eine Belebung von Ehrenberg gut vertragen können, und da eignet sich natürlich Lumatica hervorragend. Und ich glaube, neben der Idee, die ja zunächst mal vielleicht auch ein bisschen idealistisch auch war, macht es auch aus meiner Sicht und auch aus Sicht derjenigen, die es jetzt in die Hand genommen haben, unternehmerisch Sinn, und das haben die beiden erkannt, und daraus hat sich dieses Projekt jetzt entwickelt, und sukzessive haben wir uns dann auf den Weg gemacht, haben die richtigen Leute zusammengebracht, die Vorklärungen gemacht, dann mal uns eine grobe Geschichte überlegt für die Lumatica hier in Ehrenberg. Und dann konkret dann Schritt für Schritt auch in die Umsetzung gegangen, haben mit den Grundstückseigentümern, mit allen, die hier natürlich involviert sein müssen, in die Realisierung von so einem Projekt. Ja, und so hat das Fahrt aufgenommen, und am Ende haben wir einen ganz hervorragenden Projektleiter gewinnen können mit dem Andreas Witting, der hier über die letzten 6-8 Monate ja, Tag und Nacht gearbeitet hat, um dieses Erlebnis für uns heute zu realisieren. Reinhold, du bist eine von den Glücklichen, die heute beim Pre-Opening dabei sein darf. Wie hat es dir gefallen? Ehrlich gesagt sprachlos. Ich fühle mich gerade wie ein Kind, das staunt, wenn es zum ersten Mal Weihnachten erlebt.
Die einzelnen Figuren sind so traumhaft hergerichtet, dass man sich nur aufs Nächste freut und wieder aufs Nächste freut. Ein Traum. Ja, man kann nur sagen, beeindruckend, eindrucksvoll, hervorragend, wie sie das alles gemacht haben. Das ist also wirklich auch als Erwachsener ist das Erlebnis, wenn man das mal besucht und das anschauen kann. Also das ist wirklich schön. Hat der Ehemann da recht? Da hat er vollkommen recht. Da, wenn wir auch sonst nicht immer eins sind, aber da sind wir. Fantastisch. Also wirklich fantastisch. Das ist so ein Traum. Haben wir uns schon was erwartet, aber ist so toll. Also wirklich toll. Also wunderbar ist es, ja. Und sind Sie Ihrer der gleichen Meinung? Jawohl, ich war früher schon mit dem Schen nach Friedl und mit diesen waren wir da und haben unsere Eindrücke früher schon so praktisch erlebt, aber was momentan da geboten wird, einmalig, muss ich sagen. Hut ab!